Welche Möglichkeiten hat mein Kind? Wie kann es möglichst gut gefördert werden? Wann ist der Besuch eines Internats angeraten? All das sind Fragen, die Eltern bei der Bildungsmesse Schultage München beantwortet bekommen. Am 1. und 2. Februar präsentieren über 80 Aussteller aus Deutschland, der Schweiz und Großbritannien eine breite Palette von Angeboten. Ich finde es ganz gut, dass man einfach hier so ein Angebot hat, wo alles mal zusammengefasst ist. Also in dem Fall natürlich aus dem Privatschulbereich, aber wo man wirklich einen guten Überblick bekommt über die Angebote, die es in diesem Bereich gibt. Und für Eltern ist es natürlich auch eine Möglichkeit, wenn sie sagen, ja, also ich habe besonderen Schwerpunkt oder möchte besondere Schwerpunkte setzen, dann kann man sich hier natürlich gut informieren. Neben zahlreichen Infoständen bietet die Bildungsmesse des Münchner Merkur auch Fachvorträge zu verschiedenen Themen, wie beispielsweise Lehren und Lernen mit neuen Medien oder aber stressfrei durch die Grundschuljahre. Mich interessiert die Schule selbstverständlich auch privat. Ich habe mir diesen Schwerpunkt Bildungspolitik vor 10 Jahren freiwillig ausgesucht, weil ich das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe finde, sich für Bildung einzusetzen. Und deswegen interessiert mich natürlich auch, was die Schulen, auch insbesondere hier die Privatschulen, an Ideen, an Innovationen haben. Und ich nehme das gern für meine Arbeit mit. Die Schultage München. Hier dreht sich alles um Schule und Unterricht. Das Einzelticket für Erwachsene kostet 6 Euro. Für Kinder und Schüler ist der Eintritt kostenlos.